Ja, moin, moin, ihr Hero-Maniacs. Was habt ihr mir denn da eingebrockt? Das ist ja nicht auszuhalten. Ja, wir schauen uns tatsächlich nochmal den Schiffssimulator an, die Seenotretter, nachdem Teil 1 wirklich so gut angekommen ist und einige gesagt haben, das ist ein relativ passendes Argument. Auch wenn das erste Teil natürlich als angespielt da war und wir das Tutorial gesehen haben, dass gesagt wurde, wir müssen uns einfach nochmal eine richtige Mission angucken. Und dafür werden wir jetzt in diese erste Mission einfach mal reinspringen, um so einen, ja, ich sag mal, vielleicht leichten Eindruck vom Spiel zu bekommen. Wie verhält es sich denn, wenn wir in wirkliche Missionen reinspringen? Und da habe ich mir hier mal dieses erste Missionspack ausgewählt. Denn Missionen, das habe ich mittlerweile erfahren, sind übergreifend. Das heißt, diese fünf Einzelaufträge gehen einen Auftrag über und wir springen jetzt heute mal rein und gucken uns davon die erste Untermission an. Hier liegen flach der Klippen viel und ist für wahr kein Kinderspiel, bei dunkler Nacht zu stranden. Das wusste schon der olle Eckermann, mein guter Piet. Wenn du Seemann in Helgoland bleiben willst, dann musst du deine See in- und auswendig lernen. Sprüche und Weisheiten hatte er immer gerne auf den Lippen, der alte Jonne. Keiner kannte Helgolands See besser wie er. Und als er vor ein paar Jahren dann friedlich in seinem Häuschen auf Helgoland entschlummerte, entschied ich, seinen Platz einzunehmen. Ich wollte Helgoland kennenlernen. Seine See, seine Riffe, seine Gefahren. Helgoland. Diese weit in der deutschen Bucht liegende nördlichste deutsche Insel. 1100 Einwohner. Naturschutzgebiet. Ein Marine und ein Flughafen sowie das Verbot von Kraftfahrzeugen. Zwei Fußgängerampeln wegen der Flugzeuge. Helgoland. Das ist meine Insel. Hier bin ich Seenotretter. Erster Vormann der Hermann Marwede. Dem größten Seenotkreuzer der Welt. Unser Einsatzgebiet ist die Nordsee mit all ihren Schönheiten und Tücken. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich der Wasserstand hier bei Flut um bis zu 4 Meter erhöhen kann? Dabei erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 20 Stundenkilometern. Tatsächlich sind Ebbe und Flut auf der Marwede aber häufig unsere Freunde. Glauben Sie nicht? Ich kann mich an einen ganz bestimmten Tag erinnern. Wir hatten Hochwasser. Mein Maschinist Arndt Holgersen und Rettungsmann Jasper Strindberg räumen gerade das Frühstück weg, als der Funkspruch hereinkommt. Und eigentlich beginnt alles wie immer ganz harmlos. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Wir haben Meldung von einem Lotsen bekommen. Er hat beobachtet, wie eine Motorjacht die Tonne N3 gerammt hat. Wir vermuten, die Yacht macht Wasser. Könnt ihr nachsehen? Aber sicher doch. Hermann Marwede ab P3. Auf euch ist Verlass. Ja, auf uns ist Verlass, also wollen wir mal wieder ins Abenteuer reinspringen. Schön, dass die Voice-Over weiterhin dabei sind. Gut, dann bewegen wir uns mal wieder mit unserem 300 Kilo schweren Piet mal wieder an Bord der Brücke, denn ihr merkt schon wieder, wir bewegen uns unglaublich langsam. Vielleicht haben wir auch eine Gehbehinderung, wer weiß. Irgendwo dran wird schon liegen, dass wir so fußlahm sind. Ja, vielleicht gehen wir nicht zur Brücke, sondern springen einfach in die richtige Ansicht und starten einfach mal. Ja, bringen wir das Schiff mal aus dem Hafen. Alle Mann an Bord, anschnallen. Was sagt man auf hoher See? Keine Ahnung. Ahoi? Ahoi, Captain! Ai, ai, Captain! So, und da geht direkt der schöne Paint-Shop drauf. Sieht man da irgendwas? Nein, keine Kratzer. Na gut, irgendwo hat die Simulation scheinbar auch ihre Enden. Ist natürlich großartig. Wir sollen losziehen und jemand auf hoher See retten. Und was passiert? Wir versenken das Boot im Hafen von Helgoland. Ach, herrlich. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich zoome mal ein bisschen auf der Karte raus. Okay, da oben ist der Markierer. Na gut, dann mal auf dahin. Ach, ich könnte jetzt schon wieder so ein schönes Seemannslied anstimmen. Das wäre natürlich jetzt cool, wie in Assassin's Creed jetzt so ein paar Leute hätten, die wir anpeitschen, nein, nicht auspeitschen, anpeitschen könnten, dass sie für uns singen. Wobei, ich glaube, anpeitschen macht die Sache auch nicht besser. Lassen wir das mit dem Peitschen einfach weg. Wir brauchen einfach ein paar Seemänner, die singen können. So, wechseln wir ein bisschen die Ansichten durch. Ach ja, das schöne offene Meer. Romantik, ah. Oh. Und war dieses Intro nicht großartig, wo, das war so ein bisschen so ein Michael Bay-Trick, nenne ich es fast. Man legt unglaublich epische Musik unter unglaublich langweiliges Material. In dem Fall Helgoland, was plötzlich wie die interessanteste Insel der Welt rüberkam. Ich meine, Helgoland, da ist man in, weiß ich nicht, 2 Stunden durchgelaufen, vom einen Ende zum anderen Ende. Und durch diese Musik wirkt das wie die Insel, die man unbedingt besuchen sollte.
So, vielleicht sollte ich mal auf die andere Seite wechseln. Dann sehe ich wenigstens, wenn ich gleich hier nochmal den Paintjob ein bisschen ruiniere. Aber ich bin weit genug weg. Schön hinten die Verena drin. Immer gut, hinten in der Verena drin zu sein. Gut, dann aufs offene Meer, Freunde. Oi, oi, Captain. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand. Okay, das mit dem Singen lassen wir auch mal. Ihr merkt, ich habe heute gute Laune. Und das liegt tatsächlich auch so ein bisschen am Spiel, denn mir macht... Also ich habe ja natürlich die Kommentare gelesen und einige waren relativ entsetzt. Oh, Schiffssimulator, was soll das denn? Während andere wirklich sagten, mehr, mehr, mehr. Was dann am Ende auch der Grund war, weil so viele Daumen nach oben waren, dass ich gesagt habe, ich schaue tatsächlich noch mal rein. Denn ich muss zugeben, ich habe mit dem Spiel wirklich bisher eine Menge Spaß gehabt. Und ja, das motiviert dann natürlich ein bisschen weiter zu spielen. Ich meine, irgendwann wird es sich vermutlich totlaufen. Also sowohl das Spiel wie auch unser Schiff. Aber... ja, irgendwann wird es sich wahrscheinlich ja so ein bisschen, das ist ja bei den meisten Simulatoren so, die sind vielleicht die ersten paar Minuten ganz frisch, aber spätestens, wenn man so eine Stunde gespielt hat, denkt man sich, boah, jetzt brauche ich es nicht noch. Ich hoffe, das passiert hier nicht, aber wie gesagt, wir werden jetzt hier, wie gesagt, diesen ersten Auftrag spielen, der, ich weiß noch nicht, ob wir alle 5 Untermissionen davon machen. Wir werden jetzt erstmal die erste machen, wenn das Feedback gut bleibt. Wenn ihr mehr sehen wollt, werde ich weitermachen. Ich werde auf jeden Fall jetzt direkt mal einfach 2 dieser Missionen aufnehmen. Dass wir auf jeden Fall 2 weitere Folgen haben, dann werde ich mal schauen, weil ich will ja keine ausufernde Reihe hier zu machen, aber euch natürlich schon einen relativ guten Eindruck zum Spiel vermitteln. So, da habe ich die Kamera, ja. Ist natürlich mal die Frage, welche Kamera nimmt man. Ich würde mir irgendwie, also so 100% zufrieden bin ich nicht mit den Kameras, auch wenn man die Orbiter natürlich schön drehen kann, in jede Richtung. So, da vorne haben wir, glaube ich, unser Ziel. Ja, das dürfte es sein. Oder ist das da vorne? Was ist jetzt unser Ziel hiervon? Mehrere Flecken am Horizont. Gute Frage, nächste Frage. Es müsste eigentlich das rechts sein. Eigentlich müsste es das sein. Komm, wir fahren da mal hin. Es tut übrigens leid, dass ihr die Maus seht. Ich würde sowas gerne ausblenden. Gerade bei so einem Simulationsspiel, wo man relativ viel damit hin und her geht. Aber das funktioniert nicht so 100. Ich finde übrigens diesen Knüppel unten geil. Ich verstehe nicht ganz, warum wir einen Steuerknüppel haben und gleichzeitig ein Lenkrad. Das ist irgendwie für mich so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wenn sich jemand mit der Seefahrt auskennt, dann gerne mal Infos dafür. Ich bin mir nicht sicher, ist das da vorne? Nee, das bewegt sich, ne? Das muss doch das da sein. Aber das liegt auch halb im Wasser. Ich denke, das ist es. Gut, setzen wir mal darüber an. Aber ganz ehrlich, das Spiel sieht echt nicht übel aus. Also für euch sieht es vielleicht ein bisschen schlechter auf YouTube aus, aber weil ich, wie gesagt, YouTube-Konvertierung und alles hier wird durch 2 Export-Vorgänge gejagt, aber ich finde echt, das sieht sehr nett aus bisher. Ich glaube, ich sehe sie. Das sieht aber nicht gut aus. Die ist komplett vollgelaufen. Wir sollten mit dem Tochterboot prüfen, ob noch Personen an Bord sind. Ich will es bei diesem Ding niemandem mehr wünschen. Und wenn wir niemanden finden, sollten wir die Umgebung absuchen. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Mal ganz langsam die Treppen runter. Bloß nicht zu schnell, Jungs. So, und ich gehe mal zu Fuß heute zur Verena. So, da haben wir sie schön liegen. Ab ins Wasser und jetzt wieder dieses komische Boot fahren, was sich so steuert wie ein LKW. Also ihr merkt schon, das ist echt tricky, das Ding zu steuern. So, ich gehe mal in die... Wir haben noch ein Inboard, oder? Gab es nicht diese... Ja, hier, kommen die Inboard. Wo uns wieder der 13-Jährige, wie nennen wir ihn? Pablo steuert unser Boot. Frisch importiert aus Südamerika. Ich meine, das kann ja nicht der gute Pete sein. Der sieht ja nicht aus wie Pete. Das ist ja ein 13-jähriger Junge, der unser Boot hier steuert. Siehst du was? Niemand zu sehen. Auch nicht in der Kajüte. Marvede, keine Person an Bord der Yacht. Dachten wir ja bereits... Ich halte weiter die Augen offen. Okay. So, wo haben wir die Passagiere? Da vorne ist einer. Ich sehe schon einen im Wasser. Jetzt schön, Pablo, bringt uns möglichst nah ran, bitte. So, sehr schön, sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wechseln mal die Kameraansicht. Sauberer. Ah, wobei... Ich glaube, ich komme... Nein, nicht dörpen, Pablo. Das Problem ist, hier kann man so schlecht kleine Korrekturen machen, wenn man einmal nah dran ist. Da muss man eigentlich schon wieder ein ganzes Stück zurücksetzen. Oh, das ist... Jetzt, ich erinnere mich wieder, was frustrierend war im ersten Video. Pablo, du sollst den Leuten nicht über die Köpfe fahren, du sollst neben sie fahren. Rechts neben sie, ich sammle sie auf, okay? Na, ist ein bisschen weit weg.
Wobei es natürlich auch wieder geil ist, weil die Leute können ja nicht schwimmen. Die sitzen ja... Wobei, ich frage mich gerade, wir sehen ja jetzt wieder, das sieht so vom Kopf her, sieht die Person, die einsammelt, genauso aus wie die Person, die fährt. Aber fahren und aufsammeln gleichzeitig, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. So, neuer Versuch. Wir denken uns einfach mal, wir sind unsichtbar und Pablo steuert. So, sehr schön. Wir haben eine treibende Person im Wasser entdeckt. Verstanden. Wir haben sie an Bord geholt. Ich kümmere mich um die Person, Pete. Okay, weiter geht's. Das waren alle, oder? Ne, da ist der andere. Na komm schon. Oh, starke Strömung hier. Seht ihr das? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, dass wir wirklich Strömung haben. Vielleicht treibt er ja direkt an mein Boot. Das wird die Sache ein ganzes Stück einfacher machen. Na komm mal her, Kollege. Komm mal her. Ey, du bist ein... Ja, jetzt sehr schön. Damit haben wir zwei Schiffbrüchige. Das scheint auch die einzig weitere Person zu sein. Wie geht es denn dem anderen Schiffbrüchigen? Der ist sehr gefasst. Er macht sich Sorgen um seine Begleitung. Aber mehr Personen waren laut ihm nicht auf der Yacht. Gut. Dann wollen wir mal zwei Schiffbrüchige an Bord bringen und dann zurück zur Mutter. Arndt, wir haben zwei Schiffbrüchige und kommen nun zurück. Verstanden. Marvede ist bereit. Okay, Pablo, bring uns rein. Loch die Verena ein. Schön hinten rein. Dammit. Pablo, zurücksetzen, neuer Anlauf. Ja, das passiert, wenn man 13-jährige Hilfsarbeiter anheuert. Nee, 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 nee. So, ja, schön eingelocht. Was sagen unsere Patienten, Jasper? Die Frau steht unter Schock und zittert stark. Der Mann ist gefasst und macht sich natürlich Sorgen um seine Lebensgefährtin. Sie waren wohl eine halbe Stunde im Wasser. Bewusstsein, Atmung und Puls sind normal. Na, auf der Marvede gibt's für die beiden gleich ordentlich Tee. Dann wird das schon wieder. Angeblich haben sie alle Papiere und ihr Geld an Bord gelassen. Hm, wir können ja noch mal sehen, ob wir was rumschwimmen sehen. Aber ich mal mir da nicht viele Chancen aus. Können wir das Schiff schleppen? Versuchen wir es. Können wir das Schiff schleppen? Wir haben einen riesigen Kahn unterm Arsch und fragen uns, ob wir dieses Schiff schleppen können. Gut, es könnte natürlich sein, weil es halb im Wasser liegt. Aber da gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten. So, dann steige ich doch mal aus. Verankern wir das Schiff. Wo haben wir es? Schiffchen. Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Ach, es ist immer so schwierig, diese Stufen hochzulaufen. So, da unten liegt's. Oh ja, liegt wirklich zur Hälfte im Wasser. Die sieht nicht gut aus. So, da vorne kann ich es dran werfen. Jetzt brauche ich noch so einen Pöller hier. Nehmen wir den hier vorne einfach mal. Ich meine, so richtig logisch ist es natürlich nicht, dass man das Boot irgendwie vorne anbindet, so rein vom Fahren her. Logischer wäre immer hinten, aber naja, gut. Wir wollen hier nicht mit Logik einem Schiffssimulator kommen, glaube ich. So, sehr schön. So, halb gesunken ist gut am Haken. Willst du es in den Hafen schleppen? Nein, die Strecke würde es wohl nicht überleben. Zudem schwimmt uns vermutlich das ganze Utensil davon. Ich schlage eine Bergung bei Niedrigwasser vor. Cool. Wo bringen wir sie dann hin? Na, irgendwo, wo es bei Ebbe flach genug ist. In der Nähe der Tonne N5 gibt es eine Festmachmöglichkeit, wenn ich mich nicht täusche. Na dann los. Das klang jetzt interessant, eine Bergung bei Niedrigwasser. Also erstmal das Boot irgendwo festmachen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Oh, und natürlich, es geht wieder die Sonne unter. Schöne Musik setzt ein. Also das hat das Spiel schon drauf. Na, kommt das Ding nach? Ich sehe noch nichts. Habe ich es gleich Nee, okay, es fährt. Okay, es fährt. Sehr schön. Gut, Tonne N5 habe ich ja vorhin schon, als wir losgefahren sind, auf der Karte mal ganz kurz geguckt. Die war hier vorne irgendwo, glaube ich. Dann würde ich sagen, fahren wir mal dahin und gehen mal schauen, dass wir das Schiff da anbringen. So, ich beschleunige mal ein bisschen. Wir haben ja keine Zeit. Finde ich auch nicht schlimm, beschleunigen. Ich finde, das gehört bei so einem Simulator dazu. Man muss nicht so ewig lange übers Wasser dümpeln. Irgendjemand schrieb auch in den Kommentaren, dass ihn das beim Originalschiff-Simulator gestört hat, dass man da die Zeit nicht beschleunigen konnte. Kann ich verstehen, weil das wäre mir auch ehrlich gesagt zu lang hier. Also das ist auch ein Grund, warum ich sowas wie den hier, wie heißt er, den, dieser Truck-Simulator. Truck-Simulator? Heißt der Truck-Simulator? Ist das die Stelle? Hier ist es flach genug. Sicherst du die Yacht hier? Yep. Und dann heim. Ich habe Hunger auf Kuchen. Kuchen? Ich habe Hunger auf Kuchen. Ist mir doch egal, was mit dem Boot passiert. Hauptsache, ich krieg Kuchen.
Ja, also dieser LKW-Simulator, wenn es wirklich Truck-Simulator ist, beiß ich mir gerade im Arsch. Weil mir dann der Name nicht jetzt eingeht. Ich weiß mit. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, da konnte man die Zeit nicht beschleunigen, was logisch ist, wenn man ein Auto auf öffentlichen Straßen fährt. Hier auf dem Meer passiert natürlich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also hier gibt es ja natürlich keine. Es gibt auch Verkehrsregeln, aber es gibt jetzt nicht so, dass uns plötzlich ein Dampfer entgegenkommt und wir ausweichen müssten, sondern hier gibt es genug Platz und ja, das ist natürlich auf öffentlichen Straßen ein Problem und deswegen konnte ich mich nie in diese LKW-Simulatoren reinversetzen. Hier spricht Hermann Marwede. Kümmern uns um die Motorjacht. Danke. Gutes Gelingen. Oh, wer bist du denn, junge Dame? Können wir nochmal telefonieren? FCC Bremen. Hier spricht Hermann Marwede. Kümmern uns um die Motorjacht. Danke. Gutes Gelingen. Baby, kann ich nochmal deine Stimme hören? Oh, ich glaube, da geht was zwischen den beiden. Ich habe da so einen hocherotischen Unterton in der Stimme gehört. Der Sache werden wir nachgehen im nächsten Teil, glaube ich. Ach ja, wir fahren schön in den Hafen ein. So, ich beschleunige mal ein bisschen. So, dann müssen wir komplett den großen Bogen fahren. Oh, was haben wir denn da für ein schönes Schiff am Rand? Ich glaube natürlich nicht, dass es hier andere Schiffe gibt, weil es ist natürlich der Seenotretter. Das heißt, es wird auf diese zwei Schiffe Nord- und Ostsee beschränkt sein. Ich würde es aber echt ganz schön finden, wenn man mal irgendwelche anderen Schiffe fahren könnte. Aber da muss man wahrscheinlich den normalen Schiffssimulator fahren. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Sind wieder klar, P3. Haben zwei Schiffbrüchige an Bord. Benötigen wir Versorgung? Nein, die Leute sind mittlerweile wieder wohlauf. Was ist mit der Yacht? Der Tonnenschubser ist bis zum Deck vollgelaufen. Da war nichts mehr zu machen. Liegt jetzt bei Tonne N5. Wir versuchen bei Niedrigwasser eine Bergung mit Luftkissen. Klingt gut. Sag Bescheid, wenn ihr wieder dahin unterwegs seid. Machen wir. Ist er jetzt nicht mehr lange hin. Oh, ich sag ja, hocherotischer Unterton bei den beiden. Da geht noch was, Freunde. So, okay. Ziele sind klar. Also ab in den Hafen. Vorne ist das, ne? Ja, da muss ich noch ein ganzes Stück fahren. Ich beschleunige noch mal ein bisschen. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass wir nicht noch den Paintjob an der anderen Seite ruinieren. Nachdem wir beim Rausfahren schon das Schiff mal von komplett zerkratzt haben. Finde ich großartig. Irgendjemand macht sich wahrscheinlich so komplett die Mühe und hat dieses Schiff gestrichen, bevor wir losgefahren sind. War stolz auf seinen Job. Und dann sind wir an Steuer gelassen worden, nachdem der alte Jorre gestorben ist, wie wir im Intro gehört haben. Ja, aber ich bring's sicher in den Hafen. So ein bisschen was kann ich ja doch. Okay, ich gehe auf normale Geschwindigkeit, weil hier ist die Stelle, die ist ein bisschen tricky. Ja, schön langsam rein, dass wir das Ding hier auch um die Kurve kriegen. Ist aber eine komische Ecke, um ehrlich zu sein. Also wirklich... Oh, nicht direkt dagegen. Mensch. So, schön langsam... Okay, jetzt reindrehen. Na komm, dreh dich rein. Ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Jo, sehr schön. Da müssen wir das Schiff, glaube ich, noch anbinden. Ja, gut. Sind nah genug dran. Ja, das reicht. Sehr schön. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Ich glaube, damit haben wir die erste Mission und sehen uns im nächsten Part wieder.